Hallo zusammen und herzlich willkommen bei malwoanders.de. Mein Name ist Alexander und ich gehe heute den Hollandgängerweg von Greven nach Münster. So, ich bin jetzt mit dem Zug von Münster nach Greven gefahren. Die Fahrt hat nur 8 Minuten gedauert. Direkt gegenüber vom Bahnhof befindet sich diese Brücke. Die Brücke geht über die Ems und auf der anderen Seite soll der Weg dann Richtung Münster gehen. Der Weg soll sehr gut ausgeschildert sein. Ich hoffe, ich finde auch die Zeichen. Der Hollandgängerweg folgt der Ems bis nach Gelmer. Und da kann man dann in den Bus steigen oder man geht am Kanal entlang bis nach Münster. So, jetzt habe ich das erste Zeichen gefunden. HL für Hollandgängerweg. Ich bin also richtig, kann also weitergehen. Bis gleich. So, jetzt am Anfang befinde ich mich noch im Stadtgebiet von Greven. Und zwar auf einem befestigten Weg, der auf dem Emsdeich entlang geht. Die Ems fließt da hinten, wo die Büsche sind. Und ich hoffe gleich nach dem Freibad, was kommen soll, geht es dann richtig in die Natur. Hier ist der Fluss jedenfalls noch sehr schmal. Man kann sich kaum vorstellen, dass da später einmal die Ozeanriesen von der Meierwerft drauf fahren sollen. Aber dahin ist es ja auch noch ein ganz schönes Stück. Heute ist übrigens ein wunderschöner Tag zum Wandern. Es sind ungefähr 26 Grad, die Sonne scheint, ein paar schöne Wetterwolken sind am Himmel zu sehen und es geht ein leichter Wind, den man auch leider ab und zu im Mikro hört. Aber es ist wunderschön, das Grün leuchtet, die Blätter sind noch alle frisch, hier sprießt das Korn. Ach, es ist einfach schön. Ich gehe jetzt noch ein Stückchen weiter. Ich hoffe, ich finde gleich den Weg wieder zurück zur Ems. So, jetzt bin ich auf dem richtigen Hollandländerweg, direkt am Fluss entlang. Leider ist hier direkt noch eine Straße, die etwa auf Stützen über den Fluss geht. Aber ich hoffe, wenn ich da unten drunter durch bin, dass es dann endlich ruhig wird. Wir werden sehen. Die Straße, die hier über die Ems führt, das ist die A1. Da ist ganz schön was los, muss ich sagen. So, jetzt sind wir durch. Jetzt noch einen halben Kilometer und dann ist hoffentlich endlich Ruhe. Die Straße ist schon etwas weg und hört sie noch so im Hintergrund, aber der Weg ist jetzt wirklich wunderschön geworden. Man geht direkt hier am Fluss entlang, man hat immer wieder so ein bisschen Blick aufs Wasser und auf der anderen Seite sind so Altarme mit kleinen Tümpeln und die Frösche quaken schon. Das ist wirklich wunderschön. So langsam wird es nur richtig schon warm. Ich glaube, ich muss gleich mal eine Pause machen und ein bisschen Wasser trinken. Ich habe mir 1,5 Liter mitgenommen. Ich hoffe, das reicht überhaupt. Aber wir werden sehen. Sonst kann ich mir in Gelmer oder irgendwo noch was kaufen. Da bin ich mir sicher. Ich gehe jetzt erstmal noch ein Stückchen weiter. Natürlich habe ich mich gefragt, warum dieser Weg Hollandgängerweg heißt. Und da habe ich mich ein bisschen informiert und habe herausgefunden, dass früher, wenn es in der Landwirtschaft nichts mehr zu tun gab und nichts mehr zu verdienen gab, die ärmeren Leute einfach nach Holland gegangen sind und dort zum Torfstechen oder zum Mähen
oder für Stuckateurarbeiten, zum Häuserweißen, sind die dann nach Holland gewandert, und zwar auf diesem Weg, beziehungsweise nach Holland gegangen. So, deswegen Holland-Gängerweg. Der Weg führt dann auch genau in diese Richtung, dann von Münster bis an die holländische Grenze. Ist schon toll. Oh, da vorne kommt eine Brücke. Ich glaube, da muss ich rüber. Aber mal schauen. So, erstmal sehen, ob ich das Wegzeichen finde. Auf der anderen Seite war kein Zeichen mehr. Dann geht es wohl auf der Seite, auf der ich bisher gegangen bin, weiter. Aber es ist wunderschön hier. Toll. Jetzt gehe ich hier gerade durch so einen Laubengang. Und hier singen die Vögel so schön. Aber jetzt hören sie natürlich auf. Einmal kommen. Hier blühen die Nesseln so schön, da bin ich doch mal gespannt, ob man da von den Blüten noch etwas Nektar abziehen kann. Haben wir früher als Kinder immer gemacht. Süß. Na, und weiter geht's. Die Sonne brezelt ganz schön vom Himmel. Ohne den Wind würde ich ganz schön ins Schwitzen kommen, denke ich. Aber zum Glück gibt es ja auch ein paar Abschnitte mit Schatten, so wie hier jetzt. Richtig schön. Und guck mal, wie die Büsche hier blühen. So, jetzt kommt gleich wieder ein sonniger Abschnitt. Der Fluss, der meandert hier so langsam vor sich hin, ist aber irgendwie auch kanalisiert, scheint mir. An manchen Stellen ist er, glaube ich, auch wieder renaturiert, aber hauptsächlich in dieses Bett gezwängt. Na, zum Glück sind die hier da auf der anderen Seite. Den möchte ich jetzt nicht unbedingt begegnen. Ah, wieder Schatten. Eigentlich war vorhergesagt, dass es sich heute Nachmittag ein bisschen zuzieht. Ja, aber das tut es wohl nicht. Aber auch schön. Ich will mich nicht beschweren. Der Weg ist übrigens von Greven bis nach Gimte 12 Kilometer lang. Und das immer am Fluss entlang, also eben, keine Steigung. Ist also fast für jeden geeignet. Wenn dort in Gimte kann man in den Bus steigen und nach Münster bis zurück zum Bahnhof Münster fahren. Oder man kann am Kanal entlang bis nach Münster gehen. Das sind dann nochmal 4 Kilometer bis zum Stadtrand und vielleicht 5, 6 bis zum Bahnhof. Thank you.
Fall ist es wunderschön hier. Eine ganz tolle Wiese. Da hinten blüht der Ginster. Einfach toll. Ich bin froh, dass ich hier heute angekommen bin. Dieser Brücke verlässt der Weg jetzt die Ems. Da drüben ist Gimte im Hintergrund. Man sieht den Kirchturm. Und der Weg geht jetzt durch die Guntrupper Heide, über die Bockholter Berge, dann zurück nach Gelmar. So, jetzt geht's in die Guntrupper Heide. Mal sehen, was mich da erwartet. Das ist ja eine Heidelandschaft, die von Schafen gepflegt wird. Überall findet man Wacholderbüsche und die typische Heidelandschaft. Wunderschön. Hinter der Guntrupper Heide kommt das Landhaus Oerding. Hier kann man jetzt einkehren, sich bei einem Haus machen und hat einen wunderschönen Blick auf das Naturschutzgebiet mit einem Baggersee. Ich gehe jetzt ein letztes Mal über die Ems und bin gleich am Dortmund-Ems-Kanal. Damit geht eine wunderschöne Wanderung zu Ende. So, ich bin jetzt am Dortmund-Ems-Kanal angekommen, war doch noch weiter als ich gedacht hatte. Im Hintergrund ist jetzt die Brücke rüber nach Gelmar, wo man den Bus nach Münster nehmen kann. Ich gehe jetzt aber am Kanal entlang zurück und ich höre jetzt auch auf zu filmen, weil das geht immer geradeaus am Wasser und möchte mich schon verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!